Ja, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Runde zu meiner zweiten Folge von Let's Play Minecraft. Dankeschön. Nein, das war jetzt ein kleiner Sample, den ich mal ausprobieren wollte von meiner App. Ja, vielleicht bringt die ein wenig Humor hier rein. Und wie ihr seht, habe ich ein neues Texturenpack. Das Pure BD Craft. Ne, warte. Da, genau, das Wax Pure BD Craft. Ja, seht ein wenig Bäume anders. Ein wenig fünfeckig. Da die Sonne ist sogar ein wenig fünfeckig. Und ich muss euch leider was gestehen. Ich habe etwas weitergemacht am Haus. Schon offscreen, weil ich es irgendwie nicht erwarten konnte. Keine Ahnung warum. Ich hatte irgendwie Spaß daran. Ja, es tut mir sehr leid. Ja, ich baue einfach mal ein wenig weiter. Wartet mal kurz. Das hatte ich auch noch vor. Die Geräusche wollte ich ein wenig leiser eigentlich machen. Weil die waren letzte Folge doch noch recht laut. Wofür ich mich rechtlich entschuldigen will. Aber ist halt mein erstes Let's Play gewesen. Und ja, ich habe es selbst mir angehört. Ich war zu leise. Und ja, ich baue halt hier ein bisschen am Haus weiter. Ne, ich war halt ein bisschen zu leise. Und dafür möchte ich mich eigentlich entschuldigen. Ich habe es ja in die Beschreibung geschrieben, dass ich mir noch eingeschaltetes Gamer-Headset bestellen, kaufen, etc. kaufen, keine Ahnung, auf jeden Fall käuflich erwerben würde. Nicht runterfallen. Hallo? Dankeschön. Sehr nett von dir. Ja, das Texture-Pack, also ich wollte jetzt nochmal zum Texture-Pack zurückkommen, das hat mir der Burio 55 empfohlen. Er hat auch, ich glaube, momentan 4 Videos. Das sind auch Let's Plays. Ja, ich mache jetzt ein wenig Werbung. Nein, ich kenne ihn ja in Real Life und wir haben vorher noch ein bisschen zusammen gesprochen und ich meine so aus Spaß, ey, komm, Burio. Ja, ich will jetzt seinen Namen nicht sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das darf, von daher sage ich es mal nicht. Das sieht ja mal geil aus. Sieht geil aus. Da habe ich gesagt, ja komm, mach ich mal ein bisschen Werbung für dich. Du hast so wenig Abos und so wenig Klicks und so. Nein, er ist im Prinzip eigentlich ein sehr netter Kerl. Zockt seine Let's Plays momentan. Nee, nicht momentan. Hat er, glaube ich, schon immer gemacht. Auf seiner heißgeliebten PS3. Ich bin lieber der PC-Typ, weil ich der Meinung bin, PC wird alles überstehen. Aber das Nachteil ist halt, PC wird zwar alles überstehen, aber du brauchst immer neue Grafikkarten, neue Prozessoren. Und jetzt haben wir einen Brotkasten. Das nenne ich immer, so nenne ich immer Holzhütten. Also jetzt bitte nicht wundern. Ja, der Sand. Der Sand, Entschuldigung, tut mir leid. Ich entschuldige mich, es tut mir leid. Das war mir jetzt irgendwie peinlich. Sieht momentan eigentlich gar nicht so ungeil aus. Ich mag das Birkenholz irgendwie, das kommt so fröhlich zur Geltung. Ich mag's an sich eigentlich recht gern. Ah geil, wie die Stöcke einfach mal aussehen. Mal kurz. Ja. Starte ich jetzt einfach Baywatch. Das wollte ich gar nicht. Baywatch, geh aus. Entschuldigung, ja, ich habe auch Baywatch als Sample da drauf. Ja, das, keine Ahnung. Wollte ich irgendwann auch mal, wenn ich so am Strand entlang laufe oder in einer Wüste, dann wollte ich irgendwann mal einfach mal den Sample Baywatch raushauen. Habe ich eigentlich für eine lustige Idee gefunden. Ja, ja, gibt's momentan nicht zu marken. Genau. Weiß nicht, soll ich, ja, ich wollte schon mal das erste Stockwerk fertig basteln. Weil ich wollte eigentlich schon recht flottig vorankommen. Was ist das denn? So.
Die Frage ist, wo klatsche ich jetzt mal die Treppe hin? Einfach mal übergangsweise. Ich weiß jetzt nicht, ob das extrem geil oder je nachdem scheiß aussieht. Tut mir leid. Ich bin hier direkt mit meiner Maus unter meinem Monitor gewesen. Scheiße. Es wird Nacht. Wir sollten uns ein Bett zusammen schustern. Mann, gibt doch nicht. Axt. Dankeschön. Mann. Ja, das kann sein, dass ich hin und wieder einfach mal von laut auf leise steige. Keine Ahnung, das habe ich einfach so, weil ich mich konzentriere. Na, Eisen haben wir noch nicht, von daher müssen wir die Schafe, wenn wir Schafe finden sollten, einfach mal so töten, um Wolle zu bekommen. Die Hühner, wie sehen die denn jetzt aus? Ah, keine Augen. Ein wenig, ja doch, kleine Augen. Aber es sind, oh, ein Ei. Sind aber keine Random Mobs, leider. Boah, das wäre mal voll geil, wenn das jetzt auch Random Mobs wären. Für Leute, die es nicht wissen, Random Mobs sind verschiedenfarbige oder verschieden aussehende Hühner. Oder Schafe oder so weiter. Ja, okay, Schafe sind meistens Random Mobs, weil halt die verschiedene Wolle haben. Aber halt im Face und so sehen die genau gleich aus. Hühner. Ich sollte mich nicht zu weit von meinem Haus wegbegeben. Es gäbe sonst Ärger. Stress mit Mutti, die uns dann schon selig erwartet. Mein Kind, wo bleibst du? Mutti, ich bin Förstern. Ich renne durch den Wald und begegne dem Slenderman. Auch ein sehr geiles Spiel. Würde ich auch nochmal gerne let's playen. Ich glaube, das mache ich sogar irgendwann noch. Aber jetzt sind wir aber Minecraft und nicht bei Slenderman. Obwohl wir auch in einem dichten Wald sind. Jetzt kommen gleich auch noch so böse Geräusche. Nein, jetzt mal wieder Themawechsel. Holz. Es gibt Birke, es gibt Fichte, es gibt Eiche. Es gibt Linde? Was? Linde? Lindenallee? Ich kenne nur die Lindenallee, aber ich kenne... War hier ein grüner Suizid? Ah, ne, noch nicht. Ich dachte schon, hier wäre ein grüner Suizidbomber. Aber es war nur ein Loch. Ein... Scheißhaus. Ich verhau dich mit meinem Stock! Ja, mit meinem Stock. Aha. Ah, geil. Mein Skin sieht jetzt auch mal ganz anders aus. Normalerweise ist jetzt mit der Framerate los gewesen. Die war down. Fängst du dich wieder, Framerate? Ach ja. Mal ehrlich. Okay, falls ich gleich wieder Hunger habe. Nicht gleich wieder, sondern falls ich mal Hunger habe. Kann ich aber momentan nicht, weil ich auf Pisswohl spiele. Ja, ich habe die Hose gewaltig voll, von daher spiele ich auf Pisswohl. Wartet. Der sollte sich nicht automatisch immer entsperren. Ja, ich spiele gerne auf Pisswohl. Ich fand's gut. Die App ist mal voll. Like a boss. Na, ich mag die App. Die werde ich auch in Zukunft weiterhin, glaube ich, einbringen. Falls ihr damit einverstanden seid. Noch mehr Scheiße, nicht nur von mir, auch von meinem iPod zu hören. Ja, ich habe nur ein iPod. Ich bin zu arm für ein Schreifon. Nein. Nimm mal ehrlich jetzt. Scheiße, wo ist mein Haus? Scheiße. Verdammt. Mal ehrlich. Ohne Scheiß, da ist schon wieder Dschungel. Wo ist mein Haus? Verdammt. Ich will immer Fu sagen. Aber das hatte ich vor, mir abzugewöhnen. Scheiße. Wo ist mein Haus? Kacke. Mist. Wo bist du? Oh, wo bist du?
Die Sterne sehen übrigens geil aus. Und der Mond, ja. Wie ein Mond halt so aussieht. Aua. Aber vorher breche ich mir erstmal ein Bein. Das finde ich ein wenig blöd. Jetzt habe ich keine Herzen mehr. Jetzt habe ich so einen... Jetzt habe ich so... Ne, so Fünfecke. Aber ich mag den Schinken daneben. Also diese Hungeranzeige. Tut mir leid, dass ich das jetzt mal tue. Aber einfach nur mal gleich schon mal, falls ich mein Haus wiederfinde. Das habe ich öfter. Es tut mir sehr leid, das muss ich jetzt einfach mal... Scheiße. Zugeben. Ah, guck mal, ich habe schon Sand. Ja, muss ich halt mal ein bisschen machen, weil wegen... Keine Ahnung, Fußbrot. Ja, keine Ahnung, einfach mal um Glas später zu haben, weil aus Sand, liebe Neulinge, die vielleicht ausgerechnet... Hast du's bald, Framerate? Ja, liebe Neulinge, falls ihr ausgerechnet mich guckt, warum auch immer, keine Ahnung, aus Sand macht man Glas. Warum auch immer, ich weiß es nicht, vielleicht weil es in Wirklichkeit auch so ist. Meine. Boah, das ist eine voll geile. Ach, so eine Area, so. Hier ist doch mal voll geil. So. Kannst du so eine kleine Oase bauen. Hm. Aber das halt auch danach erstmal je nachdem, wie weit ich bin und je nachdem ihr das so wollt. Wald finde ich eigentlich cool und schon wieder uncool. Ich will so eine Mischung haben. So. Wald. Und nicht Wald. Ja, hab mein Haus wieder gefunden. Ich hab heimlich ganz schnell die Auskunft angerufen. Hab ich so gesagt, ey, Auskunft. Sagt mal, Leute, wo ist denn mein Haus hier? Ja, haben sie gesagt, ja, wissen wir momentan auch nicht. Wir können jetzt mal bei Google Earth gucken oder so. Wobei bei den Apfelmaps hier, die total scheiße anscheinend geworden sind. Ich hab... noch nicht in die Maps reingeguckt, in die Google Maps, in die Apple Maps. Ach, soll ich das oder soll ich das Birke machen? Ich kann auch so ein Schachmuster machen. Interessant.